Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und in diesem Film geht es auch nochmal darum, dass wir unterschiedliche Signale brauchen, um uns geliebt und anerkannt zu fühlen. Der Autor Chapman, ich packe das unten nochmal in die Infobox, hat ein Buch darüber geschrieben und das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. Es hört sich so ein bisschen an wie ein Liebesroman, ist aber ein Sachbuch. Und das heißt, wir müssen einmal sinnvollerweise wissen, wer bin ich selber, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich, um mich geliebt und anerkannt zu fühlen? Und was braucht mein Partner oder mein Chef? Ich weite das ja immer ein bisschen mehr aus, auch auf die Kinder bezogen oder so. Sich darüber im Klaren zu sein. Und wir gehen natürlich, selbstverständlich, immer davon aus, was mir gut tut, tut auch dem anderen gut, aber das ist gar nicht so unbedingt der Fall. Und hier geht es jetzt um Zweisamkeit. Dieses intensive Miteinandersein, die volle Aufmerksamkeit dem anderen geben. Und da fällt mir fallen mir mehrere Beispiele eigentlich ein, wo Menschen unglaublich intensiv arbeiten in der Firma und sagen, ich tue doch jetzt schon alles für die Familie, damit wir uns dieses und jenes leisten können. Und der Partner ist aber immer noch nicht zufrieden und ist unglaublich frustriert. Und da weiß ich durchaus, dass dieser Partner zu Hause dann oftmals sagt, ich fühle mich wie alleinerziehend und es nützt mir gar nichts. Ich kann auf vieles verzichten, also das zweite Auto vor der Tür oder was weiß ich. Oder es muss alles nicht so groß sein, aber ich brauche meinen Partner, um glücklich zu sein. Ich brauche seine Aufmerksamkeit. Denn es ist ja oftmals so, dass man sogar im selben Raum sein kann und trotzdem ist da keine Gemeinsamkeit. Also dieses Gemeinsame vom Fernseher sitzen oder so, das ist hier nicht gemeint, sondern das wirklich sich auf den anderen einlassen, wissen wollen, wie es dem anderen geht. Und er schreibt ja immer so wunderbar aus dem Leben in diesem Buch, dass jemand aus dem Job erzählt, was da gerade unglaublich schwierig ist, und der andere glaubt, er müsste da einen Ratschlag geben und müsste sagen, wie man das besser machen kann. Und fragt dann natürlich auch in den nächsten Tagen, wie ist das denn gelaufen? Und der andere sagt, nein, ich habe das nicht umgesetzt, was du mir geraten hast. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um das Zuhören, Anteil nehmen, wissen, wie es dem anderen geht. Denn Nähe ist nur möglich, wenn man weiß, in welcher Situation der andere ist, was er empfindet. Und da sind wir schon gleich bei einem sehr, sehr springenden Punkt. Manche haben das gar nicht gelernt. Sie kommen aus Familien, wo man über sich selber und über Gefühle gar nicht sprach. Oder aber das Leben hat Narben hinterlassen, dass man vorsichtig geworden ist und nicht mehr so leicht über Gefühle spricht. Und es heißt ja immer, die fünf Sprachen der Liebe, nennt das also immer diese Sprachregelung, diese Sprache, ist aber neu zu lernen. Man kann lernen, über Gefühle zu reden. Und er macht da ganz praktische Beispiele. Minimum in einer gesunden Ehe ist, über drei Erlebnisse am Tag berichten. Und zwar einmal, was passiert ist, aber auch, was es mit einem selber gemacht hat. Ob der Drängler das Auto hinter einem da, ne, hat einen wütend gemacht und die Sekretärin, die keine Zeit hatte, hat einen enttäuscht vielleicht. Oder der Chef, der kommt, der sagt so, das Projekt muss in 3 Tagen fertig sein, obwohl man glaubte, man hat noch 14 Tage Zeit. Und dass man nicht nur frustriert war, sondern auch Angst hatte, da jetzt so was Halbfertiges abliefern zu müssen oder so. Ne? Also diese ganze Bandbreite kann man lernen, wie man eine Sprache lernt. Aber Grundvoraussetzung ist ja erst einmal zu wissen, was brauche ich und was braucht der andere. Und das, was der andere braucht, muss ich selber als Sprache lernen oder sollte ich als Sprache lernen, wenn es da wieder zu einer ausgewogenen Balance kommen soll. Denn
Sonst läuft er immer mit leerem Liebestank durch die Gegend und fühlt sich nicht geliebt und nicht anerkannt, weil er diese Form von Zweisamkeit, von Offenheit nicht bekommt. Offenheit und Nähe, dieses sich aufeinander einlassen. Und das gilt für unsere Kinder mit Sicherheit ganz genauso. Ich weiß, Handy und Laptops und sowas alles haben da also dann wirklich nichts verloren. Also diese ungeteilte Aufmerksamkeit, dabei sein bei dem, was im Leben des anderen gerade dran ist, sich dafür interessieren und wieder gemeinsame Sachen machen. Ein praktisches Beispiel von ihm ist auch, von dem Autor, dass er sagt, okay, wenn du wirklich keine Zeit hast, weil du arbeitest und weil da so viel ist, dann gibt es aber die Möglichkeit zu sagen, okay, lass uns den Abwasch gemeinsam machen, weil ich mit dir zusammen sein will. Und der andere könnte auch sagen, lass uns das Auto gemeinsam waschen, weil ich mit dir zusammen sein will. Es kommt gar nicht auf die Tätigkeit an oder das, was wir tun, sondern was wir uns dabei vorstellen, wie wir da rangehen, wie da wieder Gespräche möglich sind. Und man soll sich durchaus auch an Sachen erinnern und das nochmal ähnlich machen, vielleicht als die Beziehung so glücklich war und anfing, dieses Übermütige, was man da gemacht hat und Ausflüge und Picknick. Und ein Thema finde ich auch sehr schön, er sagt Erinnerungen schaffen. Denn wenn wir daran zurückdenken, er hat sogar vorgeschlagen, mach doch mal, zelte doch mal in deinem Wohnzimmer. Daran wirst du dich erinnern und es wird einfach Spaß machen. Und wenn dir der Boden nachher zu hart ist, dann könnt ihr ja trotzdem wieder in eure Betten gehen oder so. Aber daran wird man sich immer erinnern. Also mal wieder rausbrechen, was anderes machen und schauen, was es mit einem macht. Das heißt, wir müssen es auch signalisieren und kommunizieren, was brauche ich. Weil der andere immer davon ausgeht, man selber würde so ticken wie er. Und der braucht vielleicht liebevolle Geschenke oder Lob und Anerkennung. Also es ist ganz, ganz wichtig, sich selber klar zu werden, was brauche ich und das auch zu kommunizieren. Also ich denke unglaublich gerne zum Beispiel in einer Jobsituation daran zurück, dass ich einen Auftraggeber mal hatte, der darauf bestand, dass wenn ich für ihn arbeitete, in einem Büro dort vor Ort auch war. Das heißt, ich hatte da meinen eigenen Raum. Und gerade am Anfang, als ich so in laufende Projekte hineinkam und mich da erst zurechtfinden musste, saß er oftmals, ich würde aus der Erinnerung sagen, sicherlich einmal die Woche, wenn nicht sogar öfter, morgens mal 5 Minuten an meinem Schreibtisch. Er holte sich einen Stuhl dahin und setzte sich davor und wir haben uns unterhalten. Ich konnte meine Sorgen, meine Ängste vielleicht da loswerden, wo ein Projekt gerade schwierig war, aber man hat auch mal privat geklönt. Also ich erinnere mich, dass er mal erzählte, wie schwierig es ist, für seine Familie Weihnachtsgeschenke zu finden und so etwas. Also ungeteilte Aufmerksamkeit für ein paar Minuten, das muss überhaupt nicht lange sein. Das bringt unglaublich viel. Und da einzusteigen, das zu versuchen, also ich kenne schon diese Menschen, die dann sagen, ja, ich bin nun mal so, ich kann nicht über Gefühle reden und das ist nun mal so. Er vergleicht das dann mit dem toten Meer. Das hätte zwar auch sehr lebendige Zuflüsse, aber es geht nichts raus. Und das Meer ist voller Leben, voller also gelebten Ereignissen und Gefühlen, aber es wird nicht nach außen gebracht. Und derjenige findet das aber so in Ordnung, weil das ja sein Empfinden ist. Und da vorsichtige Schritte zu machen und wie gerade schon gesagt, einmal am Tag 3 Ereignisse damit anfangen. Und so würde man da wunderbar reinkommen und dann würde das also schon laufen. Insofern ist das wieder eine neue Sprache von den 5. Es folgen noch weitere Filme. Und dem auf den Grund zu gehen und zu schauen, was da wieder für viele unterschiedliche schöne Möglichkeiten sind. Dabei wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und sage Tschüss.